Herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Präzise Suchanfragen in der erweiterten Suche formulieren. Wenn Ihnen Ihre Dozentin oder Ihr Dozent eine Literaturliste austeilt, dann wissen Sie genau, wonach Sie suchen müssen. Hier zum Beispiel wollen Sie das Buch Moskauer Novelle von Christa Wolf finden, möglichst für eine Ausleihe nach Hause. Bei der einfachen Suche über alle Felder mischt sich, wie man sieht, die Primär- mit der Sekundärliteratur. Um die Anfrage zu präzisieren, gehen Sie zur erweiterten Suche. Sie geben vor, dass Christa Wolf die Autorin sein soll und Moskauer Novelle, der Titel. Zudem suchen Sie keine Aufsätze der Autorin. Limitieren Sie also die Suche auf Bücher. Das Ergebnis ist schon viel besser. Wenn Sie in Primo angemeldet sind, sehen Sie nach Anklicken des Titels und des konkreten Standortes, ob und wie lange Sie ein Buch nach Hause ausleihen können. Bei Büchern, die bestellt werden müssen, wie dieses im Magazin der Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien, wird die Bestellfunktion angezeigt. Klicken Sie auf Bestellen, Vormerken und wählen Sie einen Abholort aus. Sie werden per E-Mail über die Bereitstellung benachrichtigt. Wenn der Abholort nicht die besitzende Bibliothek ist, dauert die Bereitstellung in der Regel 1 bis 2 Tage. Auch bei der Suche nach Aufsätzen, deren Daten man genau kennt, bietet sich die erweiterte Suche an. Wenn mehrere Anbieter die gesuchte Zeitschrift in ihrem Portfolio haben, werden die Metadaten im Suchergebnis zu einem Datensatz zusammengeführt. So ist gewährleistet, dass zum Beispiel auch beim Export in Literaturverwaltungsprogramme qualitativ hochwertige und vollständige Metadaten weitergegeben werden. Unter Verfügbarkeit in der Detailsanzeige finden Sie die Links zum Volltext. Häufig gibt es hier mehrere Links. Da die Bibliotheken in der Regel Zeitschriftenpakete erwerben, kommt es häufiger zu Überschneidungen. Bitte beachten Sie die Zugangsbedingungen von elektronischen Medien. Wenn Sie mit einem Aufsatztitel in Primo keine Treffer finden, heißt das noch nicht, dass es diesen Aufsatz an der FU nicht gibt. Denn es sind nicht alle Aufsatzdaten im Primo Mega-Index enthalten. Prüfen Sie in diesen Fällen, ob Zeitschrift und Jahrgang online oder in Print im Bestand der FU-Bibliotheken sind. Im Suchergebnis sehen Sie zuerst die Aufnahme für die Zeitschrift in gedruckter Form. Einen weiteren Nachweis gibt es für die von der FU lizenzierte Online-Zeitschrift. In der Detailsanzeige der gedruckten Ausgabe lässt sich nun feststellen, welche Jahrgänge die FU-Bibliotheken in gedruckter Form besitzen. Wir suchen Band 68 aus dem Jahr 1993. In der Universitätsbibliothek müsste man diesen Band aus dem Außenmagazin bestellen. In der Philologischen Bibliothek ist er im Freihandbereich sofort verfügbar. Prüfen Sie auch, ob es eine Online-Lizenz für den gesuchten Jahrgang gibt. Sie sehen, dass zu Germanic Review Zugang bei verschiedenen Anbietern besteht. In der Periodicals Archive Online Collection ist der gesuchte Band enthalten. Auf der Seite des Anbieters können Sie sich jetzt zum Jahrgang, Heftnummer und zur Seitenzahl durchklicken oder die Suchfunktion über die gesamte Zeitschrift nutzen. Vielen Dank für Ihr Interesse.